Bei einem Spielautomat werden nach einem Geldeinsatz in der Höhe von 1 Euro Walzen in Rotation gebracht und anschließend mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten verschiedene Preise zur Auszahlung gebracht. Man möge die Gewinnerwartung berechnen. Nun gehen wir hier durch. Wir haben hier grundsätzlich wieder das Produkt oder die Produkte aus der Auszahlung mal der Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wir tun dies für alle Ausfälle und bilden die Summe. Von dieser Gewinnerwartung ist noch der Einsatz zu subtrahieren, also von diesem Wert in Zelle C8 der Einsatz von 1 Euro zu subtrahieren. Wir erkennen, die Gewinnerwartung ist negativ. Bei vielen Spielen ist also mit einem Verlust von etwas mehr als einem halben Euro zu rechnen.